Christopher! Wo bist du? Das Kirchenbuch von St. Nikolai zu Greifswald verzeichnet an diesem Tag, den 8.12.1787, ist des Lichtgießers Friedrichs Seligsohn alt 12 Jahr, da er seinen ins Wasser gefallenen Bruder retten wollte, ertrunken. Jahre vor dem Unglück zieht es den Neubrandenburger Lichtgießer Adolf Gottlieb Friedrich in die pommersche Kleinstadt. Es ist nicht leicht, im Stadtzentrum ein Grundstück für die Werkstatt und für die Familie zu finden. Doch nach wenigen Jahren hat er sich durchgesetzt. Er ist anerkannt. Selbstbewusst glaubt er an sich und an sein Handwerk, die Seifensiederei. Streng religiös, protestantisch und erfolgreich lebt die Familie Friedrich in der Langen Straße. Auf seine Heimatstadt, auf seine Herkunft wird Caspar David Friedrich zeitlebens stolz sein. Caspar, wir brauchen noch Öl und Talg. Schreib es auf. Heringsdraht für 200 Pfund Seife. Bleibt noch Talg, 300 Pfund. Müsste erstmal reichen. Monate nach dem Unglück ist die Trauer um Christopher im Alltag der Familie gegenwärtig. Der Tod des Bruders begleitet Caspar David sein Leben lang. Das Trauma wird ihn nie mehr loslassen. Dienenwachs für die Kerzen und Garn für die Tochter. 20 Faden, das müsste für die nächsten Tage reichen. Macht summa summarum. 6 Die Lichtgießerei ernährt die Familie, die 6 Geschwister. Der ältere Bruder Adolf wird später einmal das Geschäft übernehmen. Für Caspar David sucht der Vater lange und sorgfältig, bis die geeignete Lehre gefunden ist. Aus dem Jungen wird kein Siedler oder Kaufmann. Muss auf andere Gedanken kommen. Vielleicht sollte ich zur Universität gehen und mit Herrn Quistorf sprechen. Talent hat der junge Herr. Vielleicht wird noch ein solider Kupferstecher aus ihm. Ah, soll er zeichnen lernen. Im Schatten des Domes, im Zentrum der Stadt, die altehrwürdige Universität. Hier lehrt Johann Gottfried Quistorp, Architekt und akademischer Zeichenlehrer. Mit ihm verlässt Caspar David zwischen den Jahren 1790 und 94 immer wieder Malstube und Bibliothek. Es sind die ersten Studienreisen für den jungen Caspar David Friedrich. Quistorp hatte selbst Malerei studiert. Als Architekt zeichnet er Konstruktionen. Als Hauslehrer lässt er Caspar David mit dem Stift Figuren und Umwelt studieren. Und auf den Ausflügen ist Quistorp für den jungen Caspar David mehr als nur Zeichenlehrer. Über die 4 moosbewachsenen Steine, über die 3 rauschenden Eichen, Fried und Ruhe, die ihr drunten schlummert, Helden, Herrliche. Das, mein lieber Caspar David, ist ein Gedicht von Pastor Kosegarten. Dieser Kosegarten beschreibt in seinen Gedichten und Rhapsodien seine Insel. Die Insel wird für Friedrich lebenslang ein Motiv bleiben. Die
Landschaften, vor allem an der Ostküste, tauchen später in seinen Bildern immer wieder auf. Zunächst festgehalten in seinen Skizzenbüchern. Später dann malt er sie in die Sepia-Zeichnungen und Gemälde hinein. Die Rügenskizzen sind der Schatz. Auf diesen Fundus greift er später zurück. Altenkirchen ist die Pfarrstelle von Kosegarten. Quistorp kennt den umtriebigen Inselprobst seit seiner Studienzeit. Quistorp! Ich freue mich. Ausgezeichnet, wie gefällt euch? Kosegarten ist berühmt wegen seiner Uferpredigten, den Gottesdiensten unter freiem Himmel. Bekannt sind auch seine Gedichte. Mit Kosegarten kommen die Sagen, kommt das Altertum des Nordens in das Bewusstsein Caspar David Friedrichs. Na, hab ich dir zu viel versprochen, Caspar David? Die unzähligen Hünengräber der Insel, tausendjährige Zeugen aus Stein, werden in dieser Zeit mit den alten Göttern der nordischen Sagen verbunden, mit den Helden der schottischen Mythologie. In Dichterkreisen war es Mode, in dieser Welt zu schwelgen. Den jungen Caspar David prägt damals vielleicht beides, die Landschaft und die Dichtung über Stürme und Kämpfe, über Ruhm und Helden, die der Homer des Nordens in seinen fantastischen Gesängen beschreibt. Heldengesänge des Ossian. Caspar David, sie klingen in den Gräbern auf der Insel heute noch. Nach vielen Tausenden von Jahren. Mein Ruhm ist im Gesange. Und meine Taten werden gleich einem Traume. Gleich einem Traume künftigen Zeiten erscheinen. Dann werden Schwache kommen, aber nicht kennen mein Grab. Quistorp rät nach der Lehre zum Studium in Kopenhagen. Friedrich schreibt sich in der begehrten Kunstakademie ein. 4 Jahre bleibt Friedrich im Schloss Charlottenburg. Ein Studium zwischen Mahlsaal und den umliegenden Parks. Hier findet Caspar David Friedrich nicht die urwüchsige, sondern die gestaltete Natur. Literarisch gestaltete Landschaftsgärten. Die Lehrzeit in Kopenhagen an der Akademie hat nach klassizistischem Vorbild Caspar David Friedrich vor allem das Figurenzeichnen beigebracht, nach Vorlagenbüchern, nach Gipsen oder nach dem lebenden Modell. Außerhalb der Akademie hat er dann vor allem Landschaftsparks gezeichnet, die nach dem englischen Vorbild damals angelegt worden sind. Also Parks mit Pavillons, mit Figuren, mit Denkmälern und dergleichen. Eine poetische Landschaft, die er dann später in Dresden auf die Naturlandschaft des Elbsandsteingebirges, aber auch auf die Rügenlandschaft übertragen hat. Dresden empfängt den jungen Friedrich 1799. Er weiß selbst noch nicht genau, soll er die Meisterschaft im Porträt suchen oder Texte illustrieren, soll er Postkarten malen oder sich als freier Künstler behaupten. Er befolgt wieder den Rat Quistorps, zeichnet im Aktsaal, schreibt sich in die Akademie ein und studiert die Dresdner Kunstschätze der sächsischen Kurfürsten und Könige. Ungeduldig sucht Friedrich seinen Platz in der Kunstszene. Er zeichnet auch die Kuppel der Frauenkirche. Er stellt aus, zunächst mit nur mäßigem Erfolg. Dann verlässt er die Akademie. Der Euphorie des Anfangs folgen Phasen der Depression.
Zweimal kehrt er in den folgenden Jahren in seine Heimat zurück, kommt auch nach Rügen. Die Monate an der Ostseeküste sind Ablenkung und Erholung. In dieser Zeit entdecken Reiselustige die Insel. Die ersten Reiseführer erscheinen. Auch Caspar David folgt den darin empfohlenen Wegen. Er skizziert Landschaft als Touristenattraktion. Gezeichnet mit Feder und Tusche kann er sie später in Dresden als Souvenirs gut verkaufen. So findet Caspar David Friedrich auf Rügen seine Motive in der Natur, findet der Maler sein Sujet, um seine Gedanken und Empfindungen auszudrücken, die Landschaft. Ich muss mich dem hingeben, was mich umgibt, mich vereinigen mit meinen Wolken und Felsen, um das zu sein, was ich bin. Oft sind es kilometerlange Wanderungen an einem Tag. Die Orte erinnern Friedrich an Kosegarten, an die Naturbeschreibungen in den alten Sagen. Auf mehrere Monate dehnt er seine Reisen aus. Dann kehrt er zurück nach Dresden. Dort trifft ihn eine tiefe Lebenskrise. Freunde beschreiben später, dass er sich mit einem Schnitt am Hals das Leben nehmen wollte. Über die Hintergründe seines Suizidversuches wissen wir leider sehr wenig. Aber ich denke, es spricht sehr viel dafür, diesen Selbstmordversuch im Rahmen einer schweren depressiven Erkrankung zu werten. Diese wiederum ist verständlich vor dem Hintergrund seiner inneren Lebenswirklichkeit. Denn er war damals Ende 20, am Anfang seiner Dresdner Jahre, weder privat noch beruflich in irgendeiner Weise etabliert. Das stand ihm alles bevor. Und ich denke, viele innere Kämpfe hat er auszufechten, fürchtete möglicherweise zu scheitern. Und angesichts dieser vielen Selbstzweifel, die ihn in der damaligen Zeit geprägt haben, ist er möglicherweise so hoffnungslos geworden, dass er sich das Leben nehmen wollte. Im Sommer 1806 ist Friedrich wieder auf Rügen. Ein Kosakenbart verbirgt die Narbe am Hals. Keiner, auch Kosegarten nicht, weiß um Friedrichs Versuch, sich das Leben zu nehmen. Kosegarten wirbt um Friedrich. Er möchte ein Altarbild für seine neue Kapelle. Es wird Zeit, dass endlich Schluss ist mit den Predigten unter freiem Himmel. Wir werden eine Kapelle bauen. Eine feste Burg für unseren Gott. Ihr meint eine feste Burg für unsere Fischer, lieber Kosegarten. Richtig. Sie wird gut in die Landschaft passen. Ein schlichtes Haus gewiss, aber in der ursprünglichen Form, die Form der Vollkommenheit, die Auferstehung Jesu Christi. Friedrich wird das Altarbild nicht malen. Erst 9 Jahre später ist er wieder auf Rügen. Schicken wir unser kleines Schiff hier mal auf große Reise. Tschüss. Wilhelm, dein Vater kommt. Ja, das ist dein Vater. In Dresden hat Friedrich endlich Freunde gefunden. Einen Kreis um Gerhard von Kügelgen. Künstler, Maler, Dichter treffen sich bei ihm. Heya! Kügelgen selbst ist mit seiner Familie erst wenige Monate in der Stadt. Er ist ein Meister des Porträts, erfolgreich, schon mit guten Verbindungen zur Akademie und zu Männern mit Einfluss. Dieser ungeheure Kosakenbart steht dem Friedrich gut. Er hat die Krankheit sicher überwunden. Sie ist ihm nicht mehr anzumerken, Gott sei Dank. Mit diesem Bart mache ich ihn berühmt. Berühmt? Das wirst du gleich sehen. Wie stellst du dir das vor? Ja, das wirst du gleich sehen. Ich mache ihn zum König. Kügelgen weiß, noch ist Friedrich nur wenigen bekannt. Sporadisch bloß zeigt der Freund in Ausstellungen seine Rügenmotive und mehr schlecht als recht kann er seinen Lebensunterhalt bestreiten. Er arbeitet.
Er probiert Neues. Er zeichnet nicht nur. Es heißt, nunmehr sind seine Bilder gemalt in Öl. Apropos, kommst du mal? Und ein wenig Anerkennung kam überraschend für Friedrich aus Weimar. Der große Goethe bescheinigt ihm, dem unbekannten Künstler, Preis und Talent für eine Zeichnung, die Friedrich für einen Wettbewerb eingereicht hatte. Kaspar David, du sollst mein König sein, hier in diesem Bild. Der König Saul neben dem David an der Harfe. Kügelgen ist da schon weiter als Friedrich. Er malt die Großen seiner Zeit, Dichter, Politiker und die Prominenz im Hochadel. Es ist nur eine Idee. Aber wir können es hier schon mal inszenieren, in diesem Rahmen. Porträtmalen gilt immer noch als das Höchste und Einträglichste. An der Akademie ist diese Gattung die wichtigste. Weit darunter in der Hierarchie steht die Landschaftsmalerei. Gerade der Landschaft aber will Caspar David Friedrich eine neue, eigene Bedeutung geben. Und die Zeit ist gut dafür. Im Kreis um Kügelgen hat die Diskussion um die Romantik nun auch die Malerei erreicht. König Saul. Ja. Ja, den Speer. Ja. Ja, genau. Komm hoch. Das ist es doch. Schaut euch das doch mal an hier. Genau, genau. Nicht nur malen, nicht nur etwas dabei denken, sondern auch tief empfinden, das verbindet die Freunde um Kügelgen und Caspar David Friedrich. Er war zu dieser Zeit ein bekannter Sepienzeichner, aber er war noch kein Ölmaler. In Öl hat er erst ungefähr ab 1805/6 gemalt. Und die ersten Ölbilder, die er malte, waren Umsetzungen seiner Sepien sozusagen in die neue Technik. Man sieht ihnen das genau noch an, dass sie mehr gezeichnet als gemalt sind. Mit feinem Pinsel hat er die Ölgemälde gestrichelt, wie den Tetschner Altar zum Beispiel oder wie das Hünengrab im Schnee. Sie sind unmittelbar, weil sie beauftragt worden sind als Ölbilder, aus seinen Sepien entstanden. Einen solchen Auftrag bekommt Caspar David Friedrich im Jahr 1808. Das Bild wird ihm 200 Taler einbringen. Der Dresdner Kunstszene bringt es die Sensation. Ein ganzes Jahr hatte er daran gearbeitet. Der Graf von Thun-Hohenstein hatte es für seine Kapelle in Tetschen bestellt. Und obwohl die Freunde drängen, in eine Ausstellung wollte er es vorher nicht geben. Nun sollten sie es sehen. Nicht wie gewohnt in der Akademie oder im Kunstverein. Nein, die Besucher sollen sein Werk erleben. Und so inszeniert Caspar David Friedrich in seinem Haus eine Ausstellung mit nur einem Bild. Eine Performance im 19. Jahrhundert. Was Friedrich zu diesem Zeitpunkt nicht ahnt, das Kreuz im Gebirge wird wenig später die gesamte Dresdner Kunstwelt in Aufregung versetzen. Friedrich Wilhelm Basilius von Ramdohr, Kammerherr und Kunstkritiker. Er gilt als ein Gralshüter der alten Schule, des akademischen Klassizismus. Von Ramdohr. Es ist die Neugierde, ich wollte gern sehen, worüber die Stadt seit Tagen spricht. Noch steht das Bild nicht im rechten Licht, noch probiert Friedrich die richtige Wirkung. Aber schon jetzt verwirrt dieses Werk den Kammerherrn, den Herausgeber ästhetischer Schriften.
Schleicht sich die Landschaftsmalerei jetzt schon in die Kirchen? Will sie auch noch auf Altäre kriechen? Friedrich? Bisher kannte Ramdur Friedrich als unbekannten Maler, wusste nur, dass er im Kreis um Kügelgen, Schubert, Kleist und Kühn verkehrt. Dieser Kreis wiederum war bekannt für das Neue, für die neuen Ideen. Nun malt dieser Friedrich ein Landschaftsbild als Altar. So beschließt der Kammerherr von Ramdur, er wird sich wehren gegen diesen Kunstfrevel im Hause Friedrich. Die Besucher erleben das Bild später still und atemlos, wie von Friedrich endgültig inszeniert, sparsam beleuchtet, in einem dunklen, mit Samt ausgeschlagenen Raum. Die Kritik des Kammerherrn erscheint am 17. Januar 1809 in der Zeitung für die elegante Welt. Ramdur beschreibt das Bild ausführlich. Ein Bild ohne räumliche Tiefe. Ein Bild im wahrsten Sinne ohne Perspektive. Heftig sind die Anwürfe, die Kunst werde missbraucht. Gefährlich sei die Charlatanerie, das Spiel mit Allegorien. Der Artikel spaltet die Dresdner Kunstszene. Auch im Hause Kügelgen liegen die Ramdur-Blätter. Kügelgen selbst ist unglücklicherweise in Weimar. Goethe sitzt ihm dort Porträt. Der Freundeskreis jedoch steht zu Friedrich in jenen Tagen. Ich werde auch einen Artikel schreiben. So Unrecht hat der Mann nicht. Er hat es gut gesehen. Das Neue. Nur verstanden hat er es nicht. Christus hat sich von der Welt abgewendet in diesem Bild. In einem Brief erklärt Friedrich seine Symbolik, wehrt sich öffentlich in einem Disput, der später als Ramdur-Streit in die Kunstgeschichte eingehen wird und den Beginn einer völlig neuen Kunstrichtung markiert. Der Angriff des Kammerherrn und Kunstkritiker war für den jungen Maler sicher ein Schock gewesen. Andererseits hat gerade diese Diskussion seinen Ruhm oder seinen Ruf als Romantiker begründet. Das heißt, die Freunde, die ihn verteidigt haben in der Presse, haben ihn als einen der ihren aufgenommen in ihren Kreis. Und seitdem ging seine Karriere nicht nur in Dresden, sondern auch außerhalb steil aufwärts. Der unangemeldete Besucher will den neuen Star der Dresdner Kunstszene selbst kennenlernen. Er hatte von den Eigenarten Friedrichs gehört, von dem scheuen, manchmal kauzigen Mann in seinem sparsam eingerichteten Atelier. Er weiß, der Name Friedrich hat mittlerweile auch außerhalb Dresdens einen guten Klang. Selbst der Herzog in Weimar interessiert sich neuerdings für seine Bilder mit den wunderbaren Landschaften. Mein Name ist Uden, Staatsrat von Uden aus Berlin. Ist der schon verkauft? Sie wollen das Bild kaufen? Nein. Ich nicht. Aber das preußische Königshaus vielleicht. Es wünscht einige Bilder und ich habe den Auftrag, euch für eine Ausstellung zu begeistern. Die Ausstellung wird ein voller Erfolg. Der preußische Kronprinz,
Bewegt vom Tod seiner Mutter, der Königin Luise, erwirbt zwei Bilder. Sie gelten als die modernsten ihrer Zeit. Darunter den Mönch, der einsam am Meer steht, ausgeliefert, demütig, scheinbar hilflos. 450 Taler zahlt das Königshaus und Mitglied der Preußischen Akademie wird Friedrich obendrein. Der Maler Friedrich ist nun auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Preußen jedoch und fast ganz Europa wehren sich in dieser Zeit gegen die napoleonischen Besatzer. Frühjahr 1813. Napoleons Armeen sind geschlagen. In ganz Deutschland wächst der Widerstand, erwacht ein patriotischer Geist. Er wird zu den Lützern gehen und kämpfen im königlich-preußischen Freien. Der sächsische König zieht weiter mit Napoleon. Friedrichs Haltung ist eindeutig. Zusammen mit den anderen unterstützt er Kersting. 300 Taler steuert er für dessen Ausrüstung bei. Der Kreis um Kügelgen gehört in diesen Monaten zu jenen Intellektuellen, die den Kampf gegen Napoleon verbinden mit der Hoffnung auf ein geeintes, demokratisches Deutschland. Aufs Vaterland? Aufs Vaterland. Aufs Vaterland. Wenige Monate später schon werden die Schlachten weitergehen. Theodor Körner wird nicht zurückkehren. Kersting wird überleben. Caspar David Friedrich erlebt Sachsen als wankelmütigen Bundesgenossen Napoleons, erlebt die Besiegten und die Sieger in der Kriegs- und Nachkriegszeit. Ich male ein Bild, das kurz vor seiner Vollendung steht. Es ist Dämmerung. Eine düstere, schwere, stürmische Luft zieht über einen öden Sandfleck hin. Eine Schar von Raben suchen ihre Ruhestatt. Das Bild war ganz anders in der Anlage. Auf dem öden Sandfleck umher stehen Pfähle, an denen Bretter gebunden, vom Winde bewegt. Alle mit der Inschrift Vaterlandsverräter. Im mittelsten, stark in einem großen Loch, ein langer Pfahl. Auf dem Pfahl ein Rad, auf dem Rade ein Mensch, an dessen Hände gebunden eine Tafel mit der Inschrift Vaterlandsverräter. Ich gedachte an manche Bestie dabei. Aber das Bild wurde mir doch zu ekelhaft. Ich war nicht imstande, es auszuführen. Das Jahr 1815 beendet endgültig die große Katastrophe und bringt den ersehnten Frieden. Für Friedrich kommt nach den Strapazen der letzten Jahre die Zeit einer tiefen Erschöpfung. Wir gehen insgesamt von 5 bis 6 depressiven Phasen aus, erstmalig wahrscheinlich im 25. Lebensjahr erkrankt. Und auffällig ist, dass er während oder nach seinen depressiven Erkrankungen seine pommersche Heimat aufgesucht hat, insbesondere die Insel Rügen, wo er dann lange Spaziergänge unternommen hat, viel gezeichnet hat auch. Und es ist zu vermuten, dass Rügen nicht nur äußere, sondern eben auch für ihn innere Heimat war und er sich in dieser Zeit und an diesem Ort vor allen Dingen innerlich regeneriert hat, um sich dann für seine Aufgaben in Dresden wieder zu erholen und zu wappnen. Ich bin eine Zeit lang faul gewesen, weil von innen heraus nichts fließen wollte und fühlte mich durchaus untüchtig, etwas zu machen. Von innen heraus wollte nichts fließen. Der Brunnen war versiegt. Ich war leer. 1815. Wieder ist Caspar David Friedrich auf Rügen. Er zeichnet die Küste und die Stubbenkammer. Er holt Luft für die Arbeit in Dresden. Seine Begleiter erinnern ihn an die Burschenschaft in der Dresdner Akademie. In den Nachkriegsjahren ist die altdeutsche Tracht ein Bekenntnis für Freiheit in einem demokratischen Staat, das alle sozialen Schichten erfasst. Ein Bekenntnis, das auch Friedrich in seine Bilder malt. Ein politisches Bekenntnis, das er seinen Figuren anvertraut, die den Betrachter einladen, mit hineinzuschauen in die Unendlichkeit seiner Landschaften. Thank you.
Nach der Krise beginnt eine Zeit ungeheurer Produktivität. 1818 ändert sich das Leben Friedrichs. Er heiratet die 19 Jahre jüngere Caroline Bommer. Sie gehen auf Hochzeitsreise und wieder ist die Insel Rügen das Ziel. Seitdem sich das Ich in Wir gewandelt hat, ist manches anders geworden. Es wird mehr gegessen, mehr getrunken, mehr geschlafen, mehr gelacht, mehr geschäkert, mehr geletscht. Auch mehr Geld ausgegeben. Meine alte, einfache, häusliche Einrichtung ist in manchen nicht mehr zu erkennen. Und es ist mir lieb, dass es jetzt sauberer und netter bei mir aussieht. Nur in dem Raum, so ich zu meiner Beschäftigung gebrauche, bleibt alles beim Alten. Nötig geworden sind Kaffeetrommel, Kaffeemühle, Kaffeetrichter, Kaffeesack, Kaffeekanne, Kaffeetasse, Töpfe und Töpfchen, Schüssel und Schüsselchen, Tiegel und Tiegelchen, alles. Alles ist nötig geworden. Das Ereignis am 27. März 1820 trifft die Familie Friedrich schwer. Ein Raubmörder erschlägt vor den Toren der Stadt den engsten Freund der Familie. Die ganze Stadt trauert und beteiligt sich an der Suche nach dem Mörder. Jeden Tag kommen neue Nachrichten. Dann steht es fest, ein Offiziersbursche namens Kaltofen hatte eher zufällig an diesem Tag einem Opfer aufgelauert und es kaltblütig erschlagen. Gerhard Königin ist tot. Der Bote sagt, man hat ihn gefunden vor der Stadt. Erschlagen. Für die Freunde ist der Tod Kügelgens ein großer, unersetzlicher Verlust. Caspar David Friedrich, eher scheu und nicht diplomatisch in den hohen Kreisen, verliert einen seiner wichtigsten Förderer. In den folgenden Jahren hat Friedrich noch Aufmerksamkeit, bekommt er noch genügend Aufträge. Er kann auf die vielen Skizzen zurückgreifen, kann mit ihnen seine Landschaften komponieren. Die Bilder müssen erst im Kopf fertig sein, schreibt Friedrich. Danach konstruiert er sie mathematisch genau auf der Leinwand. So entstehen künstliche, gleichsam virtuelle Landschaften. Den Watzmann hat Friedrich nie gesehen. Das Bild entsteht nach Vorlagen, ergänzt durch eigene Skizzen aus dem Harz. Und auch durch Zeichnungen, die Freunde von ihren Reisen in die Alpen mitgebracht hatten. Denn der Watzmann war damals ein beliebtes Motiv. Manche Details finden sich auch in anderen Gemälden wieder. Es sind akribisch genau gezeichnete Elemente, Bäume, Steine, die im entsprechenden Maßstab Teile in verschiedenen großen Bildkompositionen werden. Thank you.
Auf den ersten Blick ist es eine gute Nachricht im neuen Jahr 1824. Zum außerordentlichen Professor ist er berufen. Der sächsische König hat ihm den Titel gegeben und 200 Taler jährlich dazu. Aber eben nur den Titel. In den Malsaal, in die Klasse der Landschaftsmalerei, lassen sie ihn nicht. Den Lehrauftrag bekommen andere. Auch Freunde von ihm schaffen den Sprung in die Akademie. Caspar David Friedrich dagegen verliert in den folgenden Jahren nach und nach die Aufmerksamkeit der Dresdner Kunstwelt. Sowohl seine politische Überzeugung, seine Hoffnung auf ein republikanisches, vereintes Deutschland wird durch den Wiener Kongress 1815 zunichte gemacht, was sich später in der politischen Resignation gescheiterter Hoffnung ausdrückt. Aber auch seine Malweise wird unmodern, wenn man das so scharf sagen darf. Die nachfolgende Generation setzt ganz auf Realismus und das, was er an Symbolik, an religiösen Allegorien und so weiter in seine Bilder gebracht hat, all das will keiner mehr sehen und man schimpft ihn den Gedankenmaler, den Ideenmaler. Jetzt geht es darum, ab den 30er Jahren die Realität so zu malen, wie sie ist und nicht mehr zu überhöhen. Zur Krise kommt Mitte des Jahres 1825 die Krankheit. Sie verhindert die anstrengende Arbeit an großen Ölgemälden. Friedrich zieht sich immer mehr zurück. Später wird ein Freund und Arzt von dicken, trüben Wolken schreiben, die über dem Gemüt von Caspar David Friedrich hängen. Und so sucht er wieder den Kureffekt. 1826 reist er nach Rügen. Es sollte die letzte Reise auf seine Insel werden. Ihr nennt mich Menschenfeind, weil ich die Gesellschaft meide. Ihr irrt euch. Ich liebe sie. Doch um die Menschen nicht zu hassen, muss ich ihren Umgang unterlassen. Wir denken, dass das Besondere und auch das Exzeptionelle an Caspar David Friedrich ist, dass sich das romantische Welt- und Lebensgefühl der damaligen Zeit mit seinem persönlichen Leiden, mit dem Durchleben und Durchstehen auch von depressiven Erkrankungen verwoben hat und dass gerade diese besondere Erfahrung Caspar David Friedrich auch dazu befähigt hat, genau das zu malen, was er dann letztendlich hervorgebracht hat. Ähnlich wie mit dem Altar wird er auch diesmal wieder inszenieren. Es wird eine Multimedia-Schau im Jahre 1835. Seit dem Schlaganfall im Juni kann Friedrich die großen Ölbilder nicht mehr bewältigen. Und auch nach einer Kur beschäftigt er sich nur mit Zeichnungen, mit den Transparenten. Es ist das Spiel mit dem Licht, mit lichtdurchlässigen Aquarellen, deren Motive sich mit dem Lichtwechsel verändern. Allmählich nur fühlt sich Friedrich besser. Freunde helfen. So gelingt es, einige Bilder zu Ausstellungen zu schicken. Ein paar kann er verkaufen. Noch einmal schöpft er Hoffnung. Dennoch, immer weniger Geld bleibt für die Familie, für das alltägliche Leben. Und Friedrich muss erleben, Kunstverein und Akademie stellen in Dresden neue Künstler aus. Friedrichs Bilder sind nicht mehr gefragt. Lange probiert Friedrich seine Multimedia-Schau, in welcher Reihenfolge die Bilder erscheinen, wann die Bilder wechseln. Alles muss abgestimmt werden mit der dafür komponierten Musik. Ist es ein Konzert mit Bildern? Ist es eine Bildgeschichte mit Musik? Das Verschmelzen der Künste, das Ideal der Zeit. Im völlig abgedunkelten Raum, mit Teppichen ausgelegt, so sollen es die Betrachter erleben. Die Transparente bekommen unterschiedlich gefärbtes Licht, gebündelt in den Kugeln. Friedrich probiert die Wirkung, bis er schließlich alles genau beschreiben und für später festlegen kann.
Nach den Ausstellungen der neuen Schule in der Akademie sind nun auch die Maler der neuen Schule aus Düsseldorf nach Dresden gekommen. Und so muss Friedrich erleben, wie die Kunstepoche, die er entscheidend mitgeprägt hat, langsam in Vergessenheit gerät. Erst 60 Jahre später, in einer Berliner Ausstellung, wird Caspar David Friedrich in seinen Bildern wiederentdeckt. Man kann sagen, Caspar David Friedrich ist der Maler der Empfindung, des Gefühls, aber ohne Kitsch. Das andere Moment besteht darin, dass die Bilder eine große Ruhe ausstrahlen. Schon zu seinen Lebzeiten hat man kritisiert, was wir heute aber als positiv sehen, dass in ihm nichts geschieht. Es wird nichts gehandelt, es sind kaum Personen darin. Und dieses kommt aber unserem Bedürfnis einer Entschleunigung, wie man heute sagt, dem Bedürfnis nach Langsamkeit entgegen. Und diese Ruhe ist das, glaube ich, neben der Gefühlstiefe, neben der Intensität der Ausstrahlung, die die Bilder heute noch so aktuell macht. Nach einem zweiten Schlaganfall erholt sich Caspar David Friedrich nicht mehr. Er stirbt am 7. Mai 1840. Drei Tage später wird er in Dresden beigesetzt. Mein Ruhm ist im Gesange. Und meine Taten werden gleich einem Traume künftigen Zeiten erscheinen. Dann werden Schwache kommen, aber nicht kennen mein Grab.